Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Hellpoint-Folge zusammen mit dem Kevin. Wir sind jetzt hier Hi. wieder in der Unterwelt und Warte mal, was geht hier? Was ist hier? Verfasser Bist M Morufat. du? Guter Name. Ich glaube, wenn wir jetzt reingehen, sterben wir. Kann den nicht anvisieren. Die Dinger sind hier einfach. Kann man hier irgendwas machen? Sprechen. Ein Abgleiten in die Bedeutungslosigkeit hat dich zu uns gebracht. Show me what you got, habe ich jetzt Errungenschaft erhalten, okay? Wie so viele andere von euch fühlst du dich vom Abgrund angezogen. Drängend, bedrückend, unnachgiebig. Du kannst jetzt loslassen. Hier sind alle Seelen willkommen. Du kannst jetzt loslassen. Hier sind alle Seelen willkommen. Nochmal, okay? Du irrst dich. Dein Sehvermögen ist gut, aber hier ist nichts. So ist es nun mal. Wir sind die Leinwand, auf der sich die Wirklichkeit abbildet. Viele werden vom Licht verschlungen, aber der Erleuchtete sieht der Dunkelheit ins Auge. Was davon bist du? Ich wandle in der Dunkelheit. Ah. Ach so, ich hatte rechts eine Auswahl, deswegen hat er das so. Ja, das wissen wir. So konntest du uns finden. Du hast weise gewählt. Das ist der ursprüngliche Weg. Nur wenn du dich dorthin wendest, wo deine Augen nicht sehen können, findest du, was du am nötigsten brauchst. Dies ist der Weg zur Macht. Bekämpfe deinen Widerwillen. Tauche ins Dunkel ein. Lass uns dir die Welt durch das allsehende Auge zeigen. Willst du Nemundes Apostel werden? Wollen wir, ja oder nein? Keine Wir haben ja oder nein. Komm, ja, komm, komm. Werden wir. Ja, versinke im Abgrund. Stell dich der Unendlichkeit, lass kaltes Grauen dein Herz verzehren und dein Schicksal offenbaren. Leiden ohne Tapferkeit ist wertlos. Das Warum sollten wir den Anbetern des Leids und ihre glühenden Obsession kein Ende bereiten wollen? Wir sind es, die ihre Flammen ersticken. Schlachte deine Dämonen in dieser Welt, befreie dich von diesen Aasgeiern, bring mir 10 Fragmente der Dämonen, schneid sie aus ihrem brennenden Fleisch. Ich werde dich mit einem Geschenk der Götter belohnen und du sollst mein Prophet werden. Leb wohl. So, was wolltest du sagen, Kevin? Du bist voll auf Koffein. Wieso? Du bist bei mir hoch runter, hoch runter, hoch runter, hoch runter. Ach so. Die ganze Zeit so schnell hin und her gesteppt. Ach so, ja, gut. So, haben wir jetzt den Bosskampf noch oder nicht? Wo sind wir? Hier ist jemand. Okay, mit dem kann man nichts machen. Oh, wer ist da? Ich kann dich hören. Du bist der Patriarch? Echt? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Oh, so hat mich schon lange niemand mehr genannt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich noch jemand daran erinnert. Ja, vor dir siehst du das tragische Ergebnis dessen, was die Erhabenen ihrem Herrscher angetan haben. In Stücke gerissen und im hintersten Winkel seines eigenen Palastes eingemauert. Und das alles für den sogenannten Fortschritt. Tja, sie müssen eben unbedingt ihre tolle KI bauen. Jetzt zieh dich um. Alles, was wir jetzt haben, sind Tod und Vernichtung. Ich war so blind. Ich hätte die KI-Bedrohung ernst nehmen sollen, anstatt diese Leute für rückständig zu halten. Ich hatte nichts erwartet, dass ihr Projekt so viele Verbündete gewinnen würde. Es sind hier dunkle Einflüsse am Werk. Wir wurden ausgetrickst, bevor wir überhaupt wussten, welches Spiel gespielt wird. Wozu halten sie mich noch am Leben? Als Trophäe vielleicht. Ich habe keinen Sohn. Meine Blutlinie stellt für niemanden mehr eine Bedrohung dar. Du bist ein Abkömmling, nicht wahr? Ich kann das Salz des Beckens noch an dir riechen. Lass mich in Ruhe. Du beugst dich zweifellos ihren Befehlen. Sonst wärst du schon tot. Und Batman, willkommen im Chat. Schön, dass du auch wieder da bist. Du denkst vielleicht, du tätest das Richtige, aber du wirst nur benutzt. Schön, dass du bei der Kamera bist. Sobald sich das Tor öffnet, werden sie ihren falschen Propheten entsenden und verkünden. Ihre heidnischen Schriften seien die einzige Wahrheit. Lass mich in Ruhe, mein Blut kocht, ich kann nicht sprechen. Lass mich in Ruhe. Oh, schade. Mehr können wir mit dem nicht machen, oder? Ja. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das könnte schmerzhaft werden. Ja, wir sind echt hier. Oh Gott. Wow. Danke an Glorious Bowser das für den Follow. Dahinter? Hä? Dahinter. Lol. Oh mein Gott.
Okay. Ab, warte, 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 warte mal, warte mal. Willst du die Tür nochmal zurücknehmen? Ja. Was passiert, wenn wir jetzt durch die, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe? Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Yep, möchte ich benutzen. Dankeschön. Richtig hart benutzen diese Tür. Oh, lecker Tür. Ah, das Screenshot sieht cool. Also das Ladebildschirm sieht cool aus. Aber auch weil es lila ist, ne? Wäre das irgendeine andere Farbe, würde ich sagen, so, ist so in Ordnung, aber so. Ist super. Hier ist er dann immer noch, aber. Ich kann nichts machen. Oh, da ist sogar was. Nilsplitter, okay. Noch ein. Da kriegen wir trotzdem Schaden davon, okay. Oh, und das ist ein anderer Gegner. Das sieht so. Zeug rum, Alter. Ja, ich glaube, das ist das, was wir dem aufheben müssen. Aua. Ahaha, nein, ich wollte nicht runter. Kevin, hilf mir doch mal! Wo bist du? Ja, immer noch. Ja, wo wohl? Alter, kannst du nicht einfach abhauen? Ich bin einfach hochgelaufen. Ja, ich wollte die Gegner besiegen. Uff. Was spielt ihr heute? Ich weiß ja nicht, das steht vielleicht nicht im Titel drin und wie das im Spielname und so. Ich bin mir nicht sicher, wie das Spiel heißt. So, wo bist du jetzt hin? Einfach den Weg zurück? Jetzt bin ich unten und kämpfe gerade. Wo ist unten? Quasi bei der Fische. Ah. Warum? Oder bei die Fische. Die sind One-Shot. Okay, warum sind die jetzt One-Shot auf einmal? Die sind lauter. Okay, lauter. Ich glaube, die geben uns eine Richtung an oder so. Aber er hat doch gesagt, dass wir irgendwelche 10 Sachen aufheben sollen. Nee, wir sollen 10 Dämonen töten. Ja, nee, von denen hat die irgendwas mitbringen. Der wird mir nicht richtig angezeigt. Die App scheinbar hat ein paar Probleme. Ah, okay. Das Spiel nennt sich Hellpoint. Ist ein Souls-like-Spiel. Also schon bockenschwer teilweise. Mhm. Aber macht dir Spaß. Was zählt Outwards? Ich glaube, Outwards ist ein Survival-RPG. Ja. Ich aber auch eher. Ja. Das hätte ich gesagt, ja, wir haben noch 2 weitere Souls-Likes, aber. Was gibt ein Souls-Like, was ein Einzelspieler ist, was ich auf der Liste habe? Ich bin nicht mal gespannt, wie es dann ist, wenn ich es mir dann kaufe. Wie es gerade heißt, kann ich nicht sagen. Ah, die Welt ist auch gespiegelt, das bekomme ich jetzt erst mit. Das bekommst du jetzt erst mit. Ja. Alter. Deswegen habe ich mich gewundert, warum die Treppe auf der anderen Seite ist. Ah, du bist jetzt hier hochgegangen, okay. Ah. Wäre vielleicht nett, wenn du nicht ganz so weit vorläufst, ne? Ja. Ich glaube, da unten ist eh nichts. Wie geht es euch, fragt Padme. Padme, danke. Danke der Nachfrage. Mir geht's derzeit wieder besser. Ich hatte in den letzten paar Tagen ein bisschen private, persönliche Probleme. Deswegen fielen auch ein paar Streams aus. Aber so, jetzt geht's mir wieder besser. Danke der Nachfrage. Und wie geht's dir? Und Kevin, wie geht's dir? Er hat auch dich gefragt. Er hat euch geschrieben. Ich koch vor Wut. Okay. Spiegeleier. Ja, könnte reichen, die Temperatur dafür. Warum denn? Ja, wegen dem scheiß Internet, ey. Ach so. Ja, der hält mir aus. Hält er nicht, ich hab keine Energie. Sind doch die. Huch! Alter. Cool, du kannst da sogar später noch reinlaufen. Ja. Sonst fällt er dem aktiv ist. Wait, what? Was denn? SG? Was denn? Diese Treppe, ja. Welche? Wo ich draufstehe. Lol. Petmer schreibt, soweit gut, bin noch am Umbauen und Urlaub genießen. Umbauen? Was baust du denn um? Ah, es geht einfach nicht weiter da, okay. Lol, gesperrt. Naja, man soll die Welt halt so ein bisschen begrenzen wahrscheinlich. Deswegen. Gehen wir erstmal hier runter. Da oben geht's ja wieder zu. Ah, hier ist noch ein Splitter. Wer sind das denn?
Also, da fragst nicht, gerade das ein Loot. Naja, das ist das, was wir halt eben bei ihm abgeben. Wahrscheinlich. Aber du kannst es auch aufheben, was erstaunlich ist. Ja, weil es halt auch ein Schmiedematerial teilweise ist. Ich glaube, mehr weiter geht's hier nicht. Ich glaube, wir müssen dann wieder durch die Tür und dann... Aufzug. Ja. Und dann wieder hochfahren und dann mit ihm sprechen nochmal. Aha. Ja, aber in der Tür halt. Jetzt bist du den ganzen... Alter. Ganzen Weg wieder... Blah. Dann gibt's keine Abkürzung. So, dann sind wir... Ach, hier oben, das war ein kleiner Weg. Ein ganz kleiner Obstige. Bin ich mal gespannt. Kann man mit ihm jetzt nochmal reden und dann sagen, die abgeben oder... Ich meine, er hat uns dahin geschickt. Hier, ja. Bitteschön. Willkommen, Sklave. Du bringst nicht genügend Fragmente. Bring mir 10 Fragmente in Dämonen. Schneide sie aus dem brennenden Fleisch. Ah. Aber der schickt uns dann sofort wieder dahin. Also müssen wir irgendwas da unten... Dann müssen wir mal den anderen Weg gehen, den ich zum Fahrstuhl hin. Den du da nicht gegangen bist. Gehen wir den gleich mal. Ich hab schon wieder Nachricht. Oh nee, ich bezweifle es. Ich glaube, das sind die Gegner, die da unten sind, aber haben nur eine geringe Drop-Chance oder so. Das wäre... So ein Kultkack, Alter. Wieso bleiben wir aber nicht... Wieso bleiben wir nicht in der Welt? Das ist das, was ich mich frage. So. Und zwar erstmal wieder hier durch. Wenn du deine Klackgeräusche da machst. La 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 la. Siehst du dich eigentlich jetzt mittlerweile wieder, oder? Ja, nachdem wir das eine Mal geportet haben, sehe ich mich wieder. Das war das ganz, ganz doof zu sehen. Aua. Kommst du? Danke. Wir sind immer da lang gegangen, ne? Oh mein Gott. Ich hab die Schiene hier vergessen. Die es auch noch gibt. Uff. Nilfelsen, okay. Alter Junge. Upgrade Material von 3 bis 6. Ah. Warte, und dann haben wir. Oh, Scheiße, wo bin ich denn nochmal lang gegangen? Scheiße. Es ist das. Irgendwo. Bin da von da oben irgendwo raufgesprungen und dann konnte ich davon da aus dem Fahr. Also, wo war das denn nochmal? Verdammt. Oha. Hätte merken sollen. Genau auf. Ah, ja, jetzt weiß ich. Ja, jetzt weiß ich. Ja. Komm mal an diesen Eingang hier rein, da wo der Riss ist. Hoppa. Stell hier hinten. Ja, aber sowas von komplett übersehen. Wo zum Geil gibt es dem Hund die Fragmente, die er will? Wenn es jetzt ja auch gleich wieder sagt, nö, kommen wir nicht mehr durch. Ah, grell. Ah, so da wie in den Augen. Ah. So, wenn wir jetzt hier nach rechts laufen. Oh Gott, gibt es hier viel. Gibt es überall Sachen jetzt noch zu machen. Ja, da geht's zum Fahrstuhl. Fahrstuhl ist dicht. Ja, ist logisch, aber wir müssen ja hier noch andere Sachen abgehen. Da hinten liegt noch was. Hier liegt überall was, das ist es ja. Überraschung. Alter, was ist das denn so OP? Nilfelsen, nice. Da unten sind auch noch mehr Feinde. Nein, du machst nichts. Du machst nichts. Nee, ich stack die einfach immer auf den Boden. Das ist... Ja, das ist ultra leicht. Ja. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt hier durch können? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe einen Boss gefunden. Oh mein Gott. Ah, der ist hier. Was zur Kuckucksuhr? Okay, wir gehen erstmal den anderen Weg. Ist in Ordnung. Was? Nein. Ja, doch, erkunden. Nein. Den anderen Weg ist nichts. Okay, gut. Da bin ich lang gegangen. Da ist eine Sackgasse.
Oh mein Gott. Okay. Was zum Hölle? Huch. Teleport. Ja. Das ist der Boss. Ja. Peekaboo. Vierter Archon-Ritter. Peekaboo. Hä? Hä? Was ist jetzt denn? Warum habe ich jetzt einen Ladebildschirm? Wir werden einfach straight up wegteleportiert gefühlt oder so. What? Hä? Oder sollten wir den. Hat jetzt irgendwas Hä? Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Also ich muss zweimal Stärke machen, damit meine zwei Hände einen Schaden mehr macht, hä? Was für ein Scheiß. Ja, ist halt irgendwann die Softmechanik. Mechanike. Mach ich Ausdauer und Gesundheit ein bisschen höher. Hä? Warte, wenn die anderen. Jetzt wissen wir wenigstens, wie man die Dimension hier wechselt. Aber jetzt will ich dann auch nochmal den Weg gehen. Wo kamen wir denn da hin? Also wo war der Bosskampf? Weil wir sind den Weg ja schon mal gegangen. Das ist es ja, dass das mich jetzt gerade dezent verwirrt. Hier rein und dann bin ich den. Ich bin direkt den Weg geradeaus runtergegangen, naja. Genau, da bin ich jetzt nach links gegangen, aber hier ist es ja alles. Hier ist alles richtig und da. Ach, stimmt, du bist es ja dann. Ah. Nö. Ich leg dich. Leg dich flach, genau. Flach dich leg. Nein, du musst nicht diesen Angriff. Ah, nein, nein, nein. B, 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 b. Babybell, ja, ist gut. Es geht aber ja. Hier lang? Hier. Ja, du. Aua. Nein. Nein. Pfui. Pfui. Okay, das war einfach nur. Oh. Ah. Was ist der Raum? Ja, mit der Markierung, wo wir den Stab rausgezogen haben. Haben wir diesen Lichtkugelstab da bekommen. Kann man den vielleicht Gegner nur da mit der Waffe dann besiegen? Oh mein Gott. Das wäre. Das irgendwie scheiße. Ja, nochmal in die Zerrwelt nochmal hierher und gucken, ob die Wand wieder da ist. Ja, müsste so. Oder der. Der ist immer irgendwo anders? Ich guck mal, ob wir irgendwie was Dämonisches von dem bekommen. Ich will da rüberspringen. Waren wir da drüben schon? Keine Ahnung. Versuch's einfach mal. Aua. Das ist geschehen. Nope. Nope. Und tot. Dankeschön. 66 Aktionen. Ah, okay, da kommt man einfach auf der Seite raus. Okay. Hey. Ups. Ja, ist ein anderer Weg. Ja. Komm, sag ich doch, da kommt man auf der anderen Seite raus. Oh mein Gott. Ja, genau hier. Da, wo man vorher nicht ganz nur die Gegner gesehen hat, aber mehr nicht. Ja, ist doch gut, dass wir hier sind. Haben wir es auch mal gesehen. Ja. Ah, dann hinten wieder in das Ding rein. Ja. Ja, mal gucken, kann ich schon wieder aufleveln. Zack. Nein, 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 nein. Okay, dann sehen wir uns beim Boss, also wieder an der Stelle, wenn wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Hab ich schon gesagt, ne? Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Bis dahin. Cheerio.